Da kann halt eine Rosi gucken. Ja, bitte nicht. Braucht man nicht stempeln. Der ist schon fertig, so wie er ist. Den muss man rausnehmen, muss man die Verzehr. Das ist ein Verarschen. Hä? Na, habe ich ja Gott sei Dank auf Band. Monatskarte, gerade. Kann man gerade noch so sehen. 13. bis 12. Juni. Muss ich morgen mal mit zum. Oder wir gehen da am Hermannplatz kurz rein. Da ist ja so ein BVB-Shop. Siehst du da gar nichts? Ah, ich hab's ja Gott sei Dank aufband. Wir haben eine Monatskarte gekauft gerade für 81 Euro, die man nicht lesen kann. Fantastisch. Tommy sortiert heute den ganzen Tag. Stimmt nicht, wir waren ja schon weg, wir waren unterwegs, wir waren essen im 60s. Heute ist Veloton, heute mussten wir mit der U-Bahn fahren, das war sehr erquicklich. Nicht? Und ja, gestern Morgen habe ich ja Perry Roden gekauft, die ganze Sammlung. Ja, jetzt haben wir irgendwie 3000 Hefte Perry Roden jetzt hier, die ich sortieren muss, weil sie alle sortiert waren und aber alle durcheinander gebracht wurden. Die stehen jetzt hier alle noch. Teilweise habe ich schon sortiert, also hier so in ja, so, da. Messi-Wohnung wird immer messiger. Ja, jetzt kommt ja alles wieder raus gleich nachher. Ja, und das Schönste ist, die Nummer 1 ist auch dabei. Jetzt also doch. Ich habe erst gedacht, oh nee, oh mein Gott, nee, die ist ja nicht dabei. Weil irgendwie alles in der dritten und vierten Auflage ist oder so, aber nein, Herrgott. Die Nummer 1 ist dabei. Nur die erste Auflage ist interessant. Und nur die ersten Hefte sind interessant. Unternehmen Stardust, Nummer 1. Sie kamen aus den Tiefen der Galaxis. Nie hatte man mit ihnen gerechnet. Meine Tochter hat schwere Augen, die muss jetzt mal langsam zu mir kommen und kuscheln. Ne? Kuscheln. Kuscheln. Willst du kuscheln? Ja. Naja. Bett. Im Bett. Ja, ich würde jetzt gerne noch einen Kaffee trinken. Willst du bei mir kuscheln am Arm? Ja. Ne? Kuscheln. Kuscheln, machen wir dazu. Also ich freue mich sehr. Hat sich auf alle Fälle. Damit hat sich das gelohnt, das Geschäft. Ansonsten hätte es sich fast nicht gelohnt. Also wäre so einfach nur sich. Durchreichen. Und jetzt reichen wir dich mal durch. Achtung, Kaffee. Tuscheln. Tuscheln. Mama, komm her. Du auch, tuscheln. Tuscheln. Ich komme gleich. Guten Morgen, Montagmorgen. Ich habe die ganze Familie im Schlepptau. Und das Gepäck. Guten Morgen, liebe Leute. So, jetzt geht es wieder weiter mit Fakten, Fakten, Fakten. Was haben wir hier? Hollandrad. Hollandrad. Kopie, Nachbau, empfundet, nachempfundet. Ach, was weiß ich. Paisley heißt das Ding. Vielleicht Englisch seit 1926. Oh, da haben sie den Namen wieder aufgekauft. Stratford upon Avon. Handbuilt in England. What? Soll ich das loben? Warum sind die Teile so billig? So billig denn? Paisley. Handbuilt in England. Paisley. Na, was sagt ihr dazu? So ein Hollandrad oder Raleigh nachempfundet. Das ist das England? So, das macht England?
so ein billiges Lager da drin? Alles billig, billig, billig. Ja, billig, klar, Ständer ist ja auch real. Aber billig, Lenker billig, Bremsen billig, Lampe billig. Das einzige die teure hier drin sind diese Narben. Aber selbst die Alufelge ist nur billig. Kurios. Ashley, made in England. Ja, wie gesagt, das habe ich jetzt hier zur Reparatur, weil das Licht hat jetzt nicht funktioniert. Das war, naja, das war Batteriewechsel. Das habe ich gemacht. Jetzt läuft das wieder. Dann das Schloss ist eingerostet ein bisschen. Das mache ich noch. Die Schaltung ist ausgehangen. Die muss ich wieder einhängen. Hier oben. Das machen wir jetzt. Und die Griffe, naja, da habe ich keine Auswahl, leider. Tut mir leid. Die kleben. Ja, da hat sie recht, die kleben. Ekelhaft. Und die drehen auch mit. Das ist nicht gut. Die Griffe, die mitdrehen und sich so in die Fahrensituation abdrehen, sind nicht gut. Den Zug möchte sie getauscht haben, weil er sieht hässlich aus. Hässlich. 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 Hat sie recht, sieht er. Da ist hinter Plastik Wasser gelaufen und dann fängt das an zu oxidieren und das sieht dann so hässlich aus und das machen wir auch neu. Also. Jetzt hänge ich erstmal den Zug ein, schau mir die Schaltung an und dann sehen wir weiter. Hab mir Nervennahrung geholt. Lachgummis. Ah ja. Oh Mann ey, ich fummel hier schon die ganze Weile an dem Hollandradumbau. Von eben aufs andere Rad. Bei dem einen ist das Hinterrad nicht mehr gut, bei dem anderen ist das Vorderrad nicht mehr gut. Hier sind so viele Speichen gebrochen. Da sind sie zu dritt auf dem Rad gefahren, einer vorne drauf. Hier, einer hinten drauf und einer in der Mitte, na klar. Da wo er hingehört. Dabei ist das Hinterrad komplett kollabiert. Besoffen waren sie alle, haben Spaß gehabt. Ja, und dann hat er mir das Rad geschenkt, hat er meint, hier kannst du haben. Ja, jetzt baue ich von einem anderen Rad, von einem Opferrad, was um die Laterne gewickelt wurde, von einem Auto. Kann ich euch auch mal zeigen. Kann man das sehen? Oberrohr. Hier, komplett. Knick. Weil das ist Totalschaden, definitiv. Jetzt baue ich das Hinterrad von dem darin, aber da war das Hinterrad, also der Reifen kaputt. Jetzt muss ich den Reifen vom Vorderrad aufs Hinterrad bauen. Hinterrad, Vorderrad, Vorderrad, Hinterrad, Hinterrad, Vorderrad, 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 Hinterrad. So, das ist so die kurze Geschichte. Wie auch immer. Ich mache das jetzt und jetzt bin ich auf einem guten Wege. Jetzt baue ich wieder zusammen. Dann muss ich das Vorderrad hier noch zentrieren. Vorderrad, Hinterrad, Hinterrad, Vorderrad. Und dann, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ob es denn fährt. Ja, lustig, Montag früh in Deutschland. Ich wollte sagen, es geht voran. Haben wir noch 7 Stunden? Ah, exakt 7 Stunden. Ja, ja, Laufrad läuft schon mal. Den Zug baue ich jetzt noch um, den Schaltzug. Und dann. Ja, dann machen wir mal einen Test. Dann hier vorne noch zentrieren, weil das sieht grauselig aus. Oder das andere Vorderrad drin, aber da muss ich doch noch den. Genau, das andere Vorderrad drin. Das ist ja viel besser. Das andere Vorderrad drin. Da muss ich doch noch einen anderen Mantel finden. Na, schauen wir mal. Jo, die Schaltung läuft endlich von dem Rad hier. Und jetzt haben wir schon das nächste Projekt draußen. Thorsten hat mal schon eben schon wieder Würre gemacht mit seinem. Er sucht noch einen Reifen. Den hat er hier mal abgelegt. Und das waren 2 oder 3 hat er ja. Und jetzt ist ihm eingefallen. Nee, der ist kaputt hier. Verzweifelt dann immer, weil ich gar nicht weiß, wie ich ihm das erklären soll. Ja, Messer und ab. Wenn ja, du nicht mehr brauchst, immer rausholst. Ja, Kinderficker.
Na, da drehst du einen Knopf. Ruhe ist da. Was ist denn das? Schaltzug. Das fährt eine neuere, ne? Ja, ist zu kurz. Raus, ah, genau. Raus. Ja, klar. Ja, Probe, hast du getrunken? Ich weiß. Original Arabisch Parfum. Habe ich geschenkt bekommen, weil ich so nett bin. Das habe ich selber. Ich hab's. Nee, so fromm. So viel ist richtig fromm. Süß. Genau. Das kenne ich aber, den Geruch. Jetzt wahrscheinlich einige. Das ist auch richtig Parfum. Das ist ganz wenig nur. Ja. So, die Kamera fällt dauernd aus. Wie immer. Mhm. Ich esse mit meiner Frau zusammen. China. Hab ich eine Gabel auch? Ja. Und so ein paar Stecker. Können die weg? Ja. Ich stehe ja drauf, wenn das alles so ein bisschen hier ohne ist. Ja. Findest du auch gut, wa? Ja. Ja, ich bin immer noch bei dem Traumzauberrad vom Professor. Licht funktioniert jetzt auch. Vorderrad ist drin. Bremse bin ich jetzt am machen. Jetzt fahre ich hier Arbeit. Das ist jetzt alles gängig. Gut, fertig. Korbrufe und das Rad. Ich rufe mal an. A little bit. I'm looking for a front caliper for my bike, like a brake. How long are you open for? Until 9. Until 9? Yeah. Ah, cool. Could you just undo, or have you got the Allen key for this? My bike's just there. I'm just going to slot it on and see if it fits. It's on the blue bike outside. It's a blue bike outside. We have a, I don't know what called, box it. With two. Okay. All right. Do you mind? I'll come back with it in just 1 second. This is a great shot, by the way. Thank you. Jo, was haben wir hier? Unfallschaden. Da ist ein Auto ins Rad gefahren. Das ist nur das Hinterrad, ist kaputt. Das wurde schon ein paar Mal nachzentriert. Und jetzt ist vorbei. Kann man es nicht mehr zentrieren, jetzt wird es ausgebaut und dann kommt ein neues drin. Das muss ich bestellen, das zahlt dann der Unfallverursacher. Boah. Ich habe jetzt gerade so eine Kundin gehabt. Die macht so Kunstmarktanalyse. Quasi.
So was in der Art. Hört sich irgendwie total nach Jet Set Leben an. Ist quasi nur mal hier, mal da, mal dort, mal in Berlin, mal in, was weiß ich, Hongkong, mal in London. Tja. Auf Auktionen, in Galerien, auf Messen. Der ist ja auch ein Leben, ne? Das ist kein Platz für eine Familie, denn, ne? Das ist natürlich so ein Ding. Ja, hast du keinen Platz für eine Familie. Stell mal vor, da bist du Ehemann von sowas. Was hast du zu tun? Entweder machst du das Gleiche und reist hinterher oder so, oder immer mit. Oder eben, du wartest nur zu Hause, bist Hausmann. Jetzt haben wir einen Auftrag bekommen. Jetzt um 8 Uhr. 20 Uhr. So, ich filme. Seid damit dabei. Live beim Öffnen. Nach 40 Jahren oder so. Dann gucken wir doch mal. Das ist ja einerseits sehr erfreulich, andererseits weiß ich jetzt nicht, wo das Knacken herkommt. Das Lager sieht echt noch relativ gut aus. Ich tausche die Lagerringe dennoch aus, weil die sind schon, die haben schon ganz schön Spiel. Aber ich baue das Lager wieder ein. Wird die fettet und wieder drin damit. Alles sauer gemacht. Ja, gut ist das. Kann man gar nicht sehen. Oh Mann, ey, bei dem Fahrrad fängst du vorne an und hörst du wirklich hinten auf. Ich mache jetzt Feierabend. Das ist bestimmt schon. Jawohl. Ist auf alle Fälle schon soweit. Jetzt muss ich noch ein bisschen was reinräumen. Und dann ist Schicht für heute. Mensch, das ist auch mal 12 Stunden hier im Laden. Das ist wirklich viel. Heute lege ich mich in eine Badewanne gleich, wenn ich nach oben komme. Ah, dann muss ich Video schneiden. Naja, aber heute ist nicht viel Material. Das ist nicht viel Material. So, das folgende ist, das Lager ist jetzt gemacht, aber die Hinterradnarbe hört sich grauselig an. Also wirklich, ich weiß auch nicht, was man machen soll hier. 26 Zoll Hinterrad mit Dreirad, mit Dreigang. Ich weiß wirklich nicht, wo man anfangen soll, wo man aufhören soll. Ich zeige nur die Lagerringe, tauscht hier alles andere ein bisschen sauber gemacht, eingestellt, neue Fettpackungen drin. Puh, was soll ich noch machen? Das Lager vorne ist jetzt zwar gewartet, aber hinten die Narbe. Die Narbe ist durch eigentlich und ich weiß auch nicht, ey. Mann, diese alten Räder, es ist so schön wie das.
Nervig ist es. So, also ich mach Feierabend. Wir sehen uns morgen. Ich wünsche euch alle Tüte. Schlaft gut. Bis später. Ciao.